So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Universe Mode. Und zwar, ja, was gibt's da klar? Wir haben schon das schon gemacht. Die Aufnahme Scheiße. ging verloren. Warum? Keine Ahnung. Weil sie nicht existent war. Warum ist das mit Kuso Champ jetzt? Wir hatten schon, ich bin ganz durcheinander, ich bin so, das nervt mich, weil die Aufnahme verloren ging, ey. Dann nehmen wir hier, wir nehmen jetzt nicht gerade Universe auf, ich mache zwar gerade die Universe-Folge, aber wir hatten die Matches schon gespielt. Und zwar habe ich auch in Part 3, haben wir sogar gespoilert. Und ja, wir mussten aber irgendwie den Part 2 machen, weil die Aufnahme ging verloren. Und deshalb sind wir jetzt hier wieder in diesem Match. Und ja, wir versuchen unser Glück. Diesmal hoffe ich geht's. Und bei mir ist dann wieder der Juri. Juri ist da. Hallo. Juri, Ich das. sag jetzt, ich äußere mich jetzt nicht dazu, sonst kriege ich mich zu viel auf. Juri, du musst mich verstehen, ey. Das ist scheiße passiert. Jetzt müssen wir Ja, die ganzen natürlich ist noch das aufstehen. scheiße, aber. Wir hatten Ja, schon die zum Glück müssen wir Siege, nicht die ganze. Ja. ey. Wir hatten schon die Siege, Mann. Ich muss jetzt wirklich zugeben. Das ist dumm, was wir machen. Aber ich muss euch doch, ich wollte doch sicher Part 2, ich wollte euch sicher Part 2 zeigen. Ich wollte das sicher sehen. Es ist doch dumm, wenn wir einfach von Part 1 auf Part 3 gehen. Oder, ja, es tut mir wirklich leid, dass wir das hier machen müssen. Wir haben euch zwar schon gespoilert, aber jetzt passieren neue Sachen wieder. Und ja, ich muss das auch sagen, wir haben schon Extreme Rules aufgenommen, den exklusiven Extreme Rules. Raw Pay-Per-View. Pay-per-view. Und ja, jetzt Mir fällt versuchen wir unser gerade Glück. auf, wenn Apollo Crews jetzt damit geschlagen hätte, wäre disqualifiziert worden. Aber wir nehmen das auf für euch extra. Ich will auch einfach sagen, jetzt, ja, komm, Part 2 weg. Ich bin auch scheißegal. Aber so sind wir nicht. Hatte ich ja auch gemacht. Ja, Ja, Juri. okay, das. Ich gebe dir auch zu, ich bin ein faules Stück Scheiße, also. Aber du musst mich verstehen, Jura, als YouTuber. Ja, Muss ich das ja zeigen. ist ja jetzt auch jetzt nicht die schlimmste Arbeit. Ja. Ich glaube, ich wäre mehr getriggert gewesen, wenn die ganze SmackDown weg gewesen wäre. Also, sorry an Schöne. alle Apollo Crews-Fans. Apollo Crews hat das Match gewonnen gehabt. Und jetzt sehen wir tatsächlich andere Ergebnisse. Das ich weiß nicht, was passiert. Aber ich muss das nochmal aufnehmen. Es tut uns sehr leid. Ich frag mich gerade, ob es wirklich überhaupt Apollo Crews-Fans gibt. Das stimmt, aber es gibt keine, die sagen, Apollo Crews ist mein Lieblingsfest, So, obwohl Juri, man ja so einen geilen Charakter hat. sollen wir uns noch mal kurz auf das Match konzentrieren? Ja, nein. Apollo Crews hat auch keinen Bock mehr. Ja, ich gebe Neville einfach den Schlaghammer. Ey, der hat zugeschlagen, Schiri. Und Neville will hier ein richtiges Match haben, glaube ich. Nee, so geht das nicht, Kuss. So leicht kommst du uns nicht davon. Und ja, wer es verpasst, es geht um Spot für die. Es geht um Spots. Es geht um den Spot, habe ich gesagt. Ja, Für okay, sorry. die Battle Royale. Es geht um Spot für die Battle Royale. Wenn ihr Part 3 guckt habt, das ist alles falsch, was sie da gesagt haben. Schaut uns das an, das sind die richtigen Ergebnisse, das ist jetzt passiert. Spült das einfach weiter, was wir da gesagt haben. Ist alles unrealistisch, alles unrelevant, das zu gucken. Aber guck natürlich Part 3, da waren aber trotzdem keine Matches drin. Ja, aber wir haben da einfach eine richtig scheiße Quelle. Ja, also entschuldige mich nochmal, aber mir passiert auch manchmal Scheiße, wirklich, so kann man das sagen. Ich glaube, Nadal gewinnt jetzt einfach richtig schwul. Oh, Kuss! Kuss! Und wie ihr auch seht, wir simulieren das gerade nicht mehr im Universe-Mode, sondern einfach im normalen Dings hier. Weil wir haben das ja schon simuliert. Also, könnte ich nicht mehr machen. Wir haben schon Extreme Moves aufgenommen. Und somit hat Apollo Kuss gewonnen gehabt, letztes Mal. So, Kuss gewinnt jetzt. Gewinnt Kuss nochmal. Es gibt die! Spin out, Powerbomb.
Mein Cruise jetzt wieder gewinnt. Na, tschö. Never kickt aus. Du dummer Hurensohn. Never versucht jetzt nochmal seinen Spot zu kriegen, ey. Er wird jetzt vielleicht seinen Spot kriegen für die Cruiserweight Championship. Warum sage ich Cruiserweight Championship? Das habe ich schon bei Extreme Rules gesagt. Mr. Drop geht ein. Was macht Cruiser? Aber wir müssen natürlich jetzt wieder uns konzentrieren hier und Juri, was sagst du zu den beiden? Sorry, aber muss ich das nochmal fragen? Ja, ja. Ja. Natürlich beide geil. Ne, der eine hat keinen Charakter und der andere ist Gollum. Dreimal das Rad, wer Gollum ist und dreimal das. Aber ich glaube, Neville, der sagt, Aufnahme ging weg. Mir egal, ich mache doch trotzdem ein gutes Match hier. Und er fliegt sogar. Und ja, also ihr könnt mir glauben, ich war nicht in guter Laune, als ich das erfahren habe. Und ich glaube, mein Kommentator bei Universe auch nicht. Oder Juri. Aber Juri, weil du ja so scheiß drauf bist, darfst du nochmal cool Werbung machen, was wir bei Extreme Rules gesehen haben. Also. Ohne jetzt zu spoilern. Aber. Außer dass Shining Stars wieder Weltklasse waren. Und das Kurs für den Sieg geht. Nee, der kommt raus. Oh oh. Ah! Und somit hat Kuss gewonnen. Aber nicht heute. Und nicht in diesem Fall. Sofort Cruiserweight-Titel anziehen, ey. Oh nein! Danke, Apollo Crews. Ja, jetzt bitte sofort covern. Sofort bis 13, Chiri. Und kannst du nicht glauben, der geht nochmal für Cover. Aber David kommt wieder raus. Es ist unfassbar. Wir machen noch besseres Match als vorher. Nein, Kuss, mach das nicht, bitte. Du hast doch einen Spot für die Battle Royale. Komm, denk doch mal nach für die Battle Royale. Kuss, mach es nicht. Okay, ich dachte, er nimmt Schulter. Aber Kuss hat genug, ey. Er hat genug gesehen. Whatever. Und David, nein, da war Kuss nicht mehr da. Ich habe gesehen, dass er nicht da war. Oh. Super, was ist dein Tipp, ohne jetzt das Ergebnis vom letzten Mal zu gucken? Juri. Ja, keine Ahnung. Also, wir sind jetzt schon so lange im Match, ich glaube, Neville wird gewinnen. Einfach weil es halt wieder so typisch. Jo, alles klar, Neville. Weil es so typisch Neville ist. Ja, weil es so auch typisch Conrad heißt. Apollo Crews kommt wieder rein. Kommt der rein? Ja, ja, ich schaff das nicht. Apollo Crews ist zu behindert im Spring und der Crunch. DDT! Wie ist das Chris? Ja, hier, André. Cover 1. Ja, Neville. Oh, was für ein Match, ey. Und jetzt Neville! The King of the Crusades. Und er will den Move durchspringen, ey. Der wollte ich jetzt mal so rüber. Sehr nett. Au, und sorry für das Ergebnis, aber nervig gehen die beiden wohl jetzt. Ja. Juri, was soll ich dazu sagen, Juri? Apollo Crews wird einfach aus der Titelchance so ein bisschen gut, unglaublich. Apollo Crews ist wirklich eine Titelchance, ist gut. Aber ich muss doch schon jetzt sagen, das Match war genauso gut wie das andere, oder Juri?
Also es war das gleiche aber gewesen. Aber wir haben noch ein Match, das wir verpasst haben, oder Juri? Ja, wobei, das habe ich so gut beschrieben, eigentlich braucht man das so gar nicht mehr nachzumachen. Wissen wir Das hat aber. wirklich. Ich habe im dritten Part das Match so perfekt beschrieben. Ohne Spaß, ihr könntet euch vor Augen halten. Das Match hat so genau beschrieben, ey. Aber du, vielleicht passiert dasselbe jetzt, Junge. Nein, es passiert eben nicht dasselbe, weil das einzigartig war, Junge. Abgesehen davon, dass die fucking CPU gewonnen hat. Und wir haben nur noch 19 Zoll. So, wir machen noch das letzte Match, oder Juri? Ach nee. Wen habe ich überhaupt gespielt gehabt? Ich weiß es auch nicht. Ah ja, ich hab mich wieder erinnert, ey. Ich habe doch den Blake gespielt. Ich könnte Du kotzen. hast Connor gespielt. Ich könnte kotzen, ja. Ey, ich so, so leid, ey, Mann. Aber das ist so behindert, ey. Ich schwöre dir. Der war noch alles drin, also hab ich wieder vergessen, ey. Jack Wagner, Ah, Scott natürlich. Dawson natürlich. Und der Ja, gut. Sieger! Aber er ist nicht der Sieger. Das war Akam. Wetten, Akam wird nicht gewinnen, ich weiß es jetzt Du schon. musst den Spot hier einnehmen, Juri. Du musst Akam aussuchen. Du hast die Oh, Macht. heilige Scheiße. Das Kann Akam das nicht selbst machen, der fette Hurensohn, ey. Und nein, das soll keine Beleidigung an Akam sein. es ist. Also. Es ist behindert, es tut uns leid. Weil wir wissen Könnte schon, als. dass wir jetzt. Wir. Also nochmal. Wir labern einfach zu viel Scheiße, ey, mal wirklich diesen Part. Wir kommen einfach auf Punkte. Die Aufnahme ging verloren. Ich kann nichts dafür. Juri kann nichts dafür. Wir machen das hier für euch. Wir beschweren uns nicht mehr. Wir konzentrieren uns auf die Action. Juri, was hältst du von den vier? Das wird ein sehr interessantes Match, weil die Alfie ich keine Ahnung, was sie sind. Und weil ich jetzt angepisst bin, setze ich einfach für die nächste Raw eiskalt ein Braun Strowman gegen Shining Stars und Swan an. Swan! Nein, Spaß, natürlich nicht, das war ein Scherz. Sehr richtig behindert, was hat Swan dann gegen Braun Strowman zu suchen? Also, das ist echt cool. Wir haben gerade Extreme Rules aufgenommen, fertig aufgenommen und jetzt nehmen wir nochmal die zwei Matches. Ist doch schön, der Juri. Du willst wirklich, dass ich rumschreie, oder? Naja, es ist wirklich nicht unsere Schuld, das tut uns immer leid, aber jetzt versuchen wir das A-Kampf vielleicht wieder gewinnen, oder? Nein, eigentlich ist es scheißegal, wer gewinnt. Also, ist mir egal. Es geht um Number One Contender für die vier hier. Connor tritt an für die Ascension. Blake für Blake Murphy. AK für die Odds of Pain. Und Scott Dawson für die Revival. Dein Tipp, Juri. Mein Tipp ist erstmal die Entrances überspringen. Ich hab deinen Tipp gefragt und nicht die Entrances. Mein Tipp ist Die Entrance sind mir jetzt einfach. sowas von scheißegal, ich will einfach nur das Match machen, aber wir haben das schon aufgenommen. Ja, Also es tut uns natürlich leid, es sind Leute, die wollen Entrances sehen. Aber wir haben es auch schon gesehen, sorry. So, dein Tipp, Juri. so nervig. Blake oder Murphy, wer rum im Ring steht, Es ist hab's Blake. vergessen. So, es geht los. Zum zweiten Mal simulieren wir das und Connor geht sofort auf Blake los. Und es geht. Guck, wie beim letzten Mal. Guck, das war so wie beim letzten Mal. Ja, es geht Arkham raus. Oh. Das hast du Arkham verkackt, ey. Oh. Schön. Ach ja, letztes Mal hast du ja Werbung für Pay-Per-View gemacht, Juri. Kannst du nochmal bitte Werbung für ein Pay-Per-View machen? Rollins Ambrose vs. Finn Balor in einem Championship Extreme Rules Match. Ich weiß, richtig geile Werbung. Und noch, Scheiße, jetzt habe ich vergessen. Ah, Shinsuke Nakamura gegen The Miz Steel Cage, genauso wie Kalisto gegen Braun Strowman Steel Cage. Und noch vieles weiteres. Und auch das leider Match da. Und Tiger Powerbomb! Oh, und da ist Scott aus. So, nachdem Juri Werbung gemacht hat, danke für die Werbung, Juri.
bis da Black Ross komplett ist. Ey, jetzt geht's ja ab, ey. Ah, danke. Was geht, Bro? Break! Geht für den Sieg! Nein. Also mal, der hier gewinnt, der kommt in ein Titelmatch. Mit seinem Team. Ja. Oha. Oh, da kommt Connor. Oh, der jubelt, ja. Oh, Flying Headbutt. Aber ich muss sagen, schon kein schlechtes Match, oder? Ja, das ist mein besser als letztes Mal. Ja. Also, da merkt man, man kann besser Match machen, wenn man das nochmal macht. Aber wir wollen das nicht mehr machen. Auf keinen Fall. Lass mir passieren. Autsch! Und warte mal, Connor dominiert das Match gerade. Jetzt ist der Connor. Hat das dominiert. Nur jetzt muss er sich rausrollen. Da wieder so klar, EA. EA vor allem, ich bin schon mit FIFA zu kritisieren. Das war richtig schlecht von mir. Hauptsache ich sag so, danke. Juri, ich glaube, du hast ein bisschen getrunken, oder? War extrem uns zu cool gewesen. Nein, es ist einfach zu nervig, doch mal zu machen, deswegen bin ich. Juri, komm, mach doch mal einen kleinen. Mach uns doch mal eine kleine Vorbeugung, was wir bei Extreme Woods gesehen hatten. Ich will, dass die Leute gehypt werden jetzt. Jetzt muss gehypt werden, ey. Ja, es war halt richtig geil. War es nur richtig geil? Das heißt Hinwe, Junge. Oder was? Oder was voll geil? 200 mal besser als das Smackdown Live-Pack bei mir. Leute, ja, das bringt mir auch. Also, wenn. Also, wie viele Pass habt ihr auf A4 bei Extreme Woods? Beim vierten Part möchte ich gerne, dass ihr in den Kommentaren schreibt, welcher Pay-Per-View besser war. Der von Raw oder der von SmackDown. Möchte ich gerne mal wissen. Und Aka geht wieder für den Sieg. Nein. Juri, machen wir das dann so, okay? Die Zuschauer davon abstimmen. Vielleicht machen wir auch einen Swap-Pool, guck mal. Und die abstimmen. Oder schreiben die Kommentare, guck mal. Ich schreibe sicher was drunter, damit ihr wisst, was ihr dann schreiben sollt. Gucken wir mal, ob alles aktiv ist. Ach, leck mich doch, Scott Dawson, du Fotze. Was hast du gesagt, Juri? Scott Dawson, du Fotze. Du müsstest jetzt eigentlich so ein Piep immer reinmachen, wenn ich den so beleidige. Leute, ich hoffe, es gucken keine kleine Kinder zu. Ja, kleine Kinder haben keine reingesehen, das ist zu viel. Oh, zum Beispiel ein Manöver! Ah, ey. Ihr geht mir auf den Sack, Alter. Was wollte er nicht gerade machen? Was für eine Chance für unseren Connor hier. Das ist ja unfassbar. Oder die Chance war mal für Connor. Oh, ja. Connor! Klausler! Ich muss dem Video irgendwie einen Titel geben. Etwas mit Aufnahmen. Was soll ich da machen, Junge? So. Also, scheiße. Nein, scheiße, das nicht reinschreiben. Scheiße. Ich schreibe jetzt einfach wirklich so scheiße Aufnahmen verkackt. Oder schreibt so Part 2 Edit. Das ist nicht dein Ernst, oder? Und was jetzt macht er? Und okay. Zum nächsten Part ist vorbei, danke. Juri, danke. Was sagst du dazu? Neville ist jetzt in der Battle Royale und Blake und Murphy kriegen Titelmatches. Ich weiß nicht, was dazu sagen soll, das ist einfach traurig. Hier, der Fox sagt nochmal, Blake und Murphy gegen DIY um die SmackDown Tag Team Titles.
Also doch mal. Es tut uns leid. Es tut mir wirklich leid. Vom ganzen Herzen tut es mir leid, dass jetzt alles so passiert ist, oder Juri? Ich glaube, Juri ist so angepisst, er hat keinen Bock mehr. Ah doch, da ist er noch. Juri, bist du angepisst? Ich bin noch da. Ja, es geht wieder, aber trotzdem fuck mich das etwas ab. Also. Komm, weil die anderen zwei Matches richtig geil waren. War das jetzt nicht geil? Doch, so, doch, ja, aber das andere war viel geiler. Also, es ist leid. Die Aufnahme war leider weg. Das war Part 2. Wir sehen uns bei Part 3. Da haben wir sowieso eine Scheiße gelabert, ganz am Anfang. Oder auch in der Battle Royale. Also, ist egal. Blake Murphy sind im Titelmatch, nicht die Orders of Pain. Und Neville ist jetzt in der Battle Royale, nicht Apollo Crews. Also nochmal, in der Battle Royale sind AJ Styles, Bobby Wood, Neville, Bray Wyatt. Hab ich gerade gespoilert? Nein, aber... Ich hab grad gespoilert, ich hab grad gespoilert für Part 3. Es ist alles scheiße. So, also ich... Oh mein Gott, ich bin der dummste YouTuber ever, also wir sind draußen und ciao.